Kunststoff ist ein sehr altes Material, haben meine Recherchen ergeben. Der Kunststoff der Neandertaler, das war Birkenpech. So richtig industriell ist er geworden in den 50er Jahren. Das war quasi so wirklich die Geburtsstunde des Kunststoffes. Ja, der Kunststoff Innovation Day ist eine Veranstaltung, die die Gelegenheit bietet, dass die Kunststoffindustrie einmal zeigt, welche Innovationskraft, welche Lösungskompetenz sie hat. Und daher wollen wir hier die Firmen vor den Vorhang holen. Ich würde sagen, die USP der Kunststofftechnik in Österreich ist eben dieser hohe Innovationsgrad, dieses ständige Weiterentwickeln und Arbeiten an Produkten, die maßgeschneidert für den Kunden sind, intelligente Produkte und nachhaltige Produkte. Mit diesem Ding kommt man zum Beispiel auch das Thema leistbares Wohnen wieder leichter Ziel, indem dass ich diese Schallschutzanforderungen nicht brauche. Innovative Idee. Sie spannen jetzt einen weiten Bogen. Die Fernbedienung. Der Lichtschalter. Mein Handy. Zahnbürste. Ein Lego-Stückchen. Die Bekleidung. Der Wecker. Das Handy. Wenn ich sehe, was alles aus Kunststoff besteht, könnte man sich ein Leben ohne Kunststoff nicht mehr vorstellen. Am meisten begeistert mich am Kunststoff eigentlich die Menschen, die sich damit befassen, denn man sollte nicht glauben, wie sehr die da mit ihrem Herzblut dranhängen. Wir machen weiter mit dem dritten und letzten Stück von Bach, welches eigentlich sehr viel mit Polymere zu tun hat. Also Innovation Day ist für mich deshalb so wichtig, weil ich hier die Problematik, die neuen Dinge der Kollegen kennenlerne und so über den eigenen Rand hinausschauen kann. Der Motor aus Kunststoff. Das Vollkunststoffauto. Kunststoffhaus. Das transportierbare Klavier aus Kunststoff. Also ganz klein. Man macht tschuk, tschuk, tschuk. Eine Zeitmaschine aus Kunststoff. Das Fahrrad aus Kunststoff. Ein Vollkunststoffauto. Man soll nichts unterschätzen in der Wissenschaft.